Früher oder später sollen Autos das Fahren komplett selbst übernehmen können. Aber wie nutzt der Fahrer in Zukunft die Zeit im Auto effektiv und vor allem angenehm? Der Schweizer Autobauer Rinspeed hat sich dazu Gedanken gemacht und auf dem Genfer Autosalon ein Konzeptfahrzeug namens Xchange vorgestellt, das aus einer normalen Autofahrt eine Luxusreise machen soll. Die Karosserie stammt von einem Tesla Modell S. Die Technik im Inneren hat Rinspeed selbst entwickelt und die ist mehr als beeindruckend. Hinter dem Lenkrad ist ein 1,20 Meter breites Display verbaut, das verschiedene Informationen wie Fahrzeit, Entfernung zum Ziel oder die Ortstemperatur anzeigt. Für die Bedienung sind Tablet-PCs integriert, die unter anderem den Fahrer benachrichtigen, wenn er manuell eingreifen muss. Das ist deshalb wichtig, weil der Xchange ansonsten komplett computergesteuert fährt. Praktischerweise können die Sitze um 180 Grad gedreht werden, um zum Beispiel auf dem integrierten 32 Zoll Fernseher einen Film anzuschauen. Der löst natürlich standesgemäß in 4K auf. Für die entspannte Autofahrt darf selbstverständlich auch eine Espressomaschine nicht fehlen. Das Lenkrad, falls man doch einmal selbst steuern möchte, kann auf Knopfdruck auf dem gesamten Armaturenbrett verschoben und platziert werden. Um während der Fahrt arbeiten zu können oder bequem im Internet zu surfen, ist der Xchange darüber hinaus mit LTE ausgestattet. Die Lichtstimmung im Auto kann übrigens mit 358 individuell steuerbaren LED-Leuchten angepasst werden. Natürlich darf in einem Schweizer Auto eine mechanische Schweizer Uhr nicht fehlen. Übrigens die einzige analoge Anzeige im Xchange. Das einzige Problem ist, dass der Rinspeed Xchange als Konzeptstudie so wohl nie auf den Markt kommen wird. Schade eigentlich.